Hallöchen, schön, dass ihr dabei seid. Ja, die Guten haben sich schon aus dem Staub gemacht. Ratzibor und Malvina. Und es regnet mal wieder. Ja, klasse. So, wie ihr sehen könnt, wir haben Sommer. Ich habe also wieder ein bisschen weitergespielt. Ich bin auch noch leicht überladen. Ich habe, bis der Jahreszeitenwechsel kam, noch schön fleißig gekocht. Beziehungsweise Grill gebraten, ist klar. Fleisch gebraten, so rum natürlich. Und ja, ich habe jetzt eigentlich gedacht, komm, ich mache nochmal einen Break im Weiterspielen. Weil jetzt haben wir ja Sommer, jetzt müsste theoretisch der Weizen fertig sein, wenn ich mich jetzt nicht. Oh, kommt eine Breitwegerich her. Nee, hier gehört aber nicht rein. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertan habe. Hier gebratenes Fleisch rein da. Und ansonsten habe ich hier nichts mehr. Okay, der Rest muss ins. Oh, geht die Tür schon wieder so schwer auf ans andere Lager. Und ja, da ist er. Weizen ist fertig. Wie schön die Felder wieder blühen. Ich freue mich. Ich kann euch auch mal eben Status geben, wie es. Ach ja, Fertigkeitspunkt habe ich auch noch freigeschalten. In der Diplomatie. Stufe 8 haben wir da erreicht. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Kastellan. Naja, das ist eigentlich nicht mehr so wichtig. Oh, hier niedrige Steuern. Da machen wir direkt die dritte Stufe rein. Das ist schon mal klar. Ja, Stimmungsrückgang. Da würde ich wohl eher noch das hier jetzt im Moment nehmen. Was hatten wir hier noch? Oh, nee, wir nehmen erstmal das hier. So, weil da haben wir überhaupt kein Problem. Sollen sie mal schneller produzieren. Das ist sehr gut. Aber, achso, genau, ich wollte ja noch Technologie, wollte ich mit euch geguckt haben. Hier, also 8100. Da ist immer noch der Weg zum Materiallager. Stufe 3, das dauert noch ein bisschen. Hier überleben, haben wir einiges an Punkte gemacht. 2250 haben wir jetzt. Haben also bald die zweite Kräuterhütte, also Stufe 2 Kräuterhütte erreicht. Und dann können wir die erstmal ausbauen, natürlich, die 2 oder 3. Ne, 2 haben wir, glaube ich, ne? 2 Kräuterhütten. Und ja, dann könnten wir auch endlich mal den Trank machen, um die Fertigkeitspunkte neu zu verteilen. Zumindest da, wo wir schon Stufe 10 jeweils erreicht haben. Und hier, guck mal, 8687. Wir nähern uns mit großen Schritten der Mühle, ist nicht mehr weit. Knappe 1310, 13 Punkte. Da ist die Windmühle, dauert nicht mehr lang. Und ja, hier Produktion 7070. Habe ich auch nochmal gut zugelegt, einiges gemacht. Ich habe wie ein Bekloppter, habe ich Löffel, hier, da sind so auch Holzlöffel, habe ich schon freigeschaltet. Wie ein Bekloppter hergestellt. Zeigt er es hier an? Ja, genau. Du brauchst nämlich einen Stock pro Löffel. Weiß ich nicht, Stack tausender Stöcke genommen. Wir hatten ja so viele auf Lager. Ja, ich habe ewig gebraucht. Könnt ihr euch auch hochrechnen, wenn du für einen Löffel eine Sekunde brauchst und wenn ich dann 1000er Stack mitgenommen habe. Da sind schon locker 10 Minuten vergangen, bis der fertig war mit den Löffeln. Aber wir haben jetzt bald Näherei, glaube ich. Genau, Näherei Stufe 3. Ist nicht mehr so viel. Und dann kommt irgendwann bald, hoffentlich schnell, die Schenke mal. Aber da, ja. Ich weiß nicht, Löffel hat eigentlich ganz gut geklappt. Vom Gefühl her jetzt. Kann aber auch einfach sein, dass die riesige Masse halt war. Aber da werde ich wohl noch mal ein paar Löffel durchballern und Punkte machen. Auf jeden Fall haben wir in Produktion gut aufgeholt an Punkte. Da lagen wir ja deutlich zurück. Über zwei, nee, sogar knapp über 3000 Punkte teilweise. Ne? Wir waren ja noch mit 5000 Punkten da. Da hatten wir teilweise schon 8000 bei anderen Sachen. Jetzt sind wir da schon bei 7000 und die anderen Sachen sind immer noch mit 8000. Also da haben wir wirklich gut Punkte aufgeholt. Jetzt muss ich mal eben hier ein bisschen aussortieren kurz. Die habe ich auch noch gefunden. Hatte noch eine Schatzkiste gefunden. Deswegen habe ich wieder eine Holzschaufel in der Tasche. Hier neue Sachen habe ich geholt. Ach stimmt, wir müssen nochmal schnell zurück. Aber ich hole mir eben noch hier die Eisensense. Nehmen wir mal eine zweite und eine dritte eventuell mit. Dann machen wir nämlich kurz die Felder noch alle. Ach hier, guck mal, Hirschkopf muss auch noch rüber, aber jetzt habe ich, glaube ich, alles.
Sieht zumindest so aus. Nochmal schnell ins Inventar. Die können wir wieder zusammen machen. Und die kann schon mal auf 6. Jetzt müssen wir aber trotzdem eben schnell zu Malvina. Habe ich eben Mathilda gesagt? Doch, ich weiß schon nicht mehr. Auf jeden Fall zu unserer geliebten Malvina. Der noch ein Geschenk machen. Wir sind ja noch an dem Erfolg dran mit den 2 Jahren durchgehenden Geschenk machen. Dürfen wir ja. Da ist sie. Nicht mehr nach. Hier geblieben. Wollte sie abbauen. So, ich habe da eine Kleinigkeit für dich. Im Sommer, was schenken wir dir denn? Schöne Glasperlen. Ja, ne, ich glaube schon. Im Sommer kriegt sie jetzt die Glasperlen. Mein Gott, was ist mit der Stimme denn heute los, ey? Doch. Ne, im Sommer trägt man immer schöne Kleider, alles normalerweise. Da kann sie mit der Glas, mit den Glasperlen so rum angeben dann. Kann sie so schön tragen. So, mach's gut, meine Liebe. Bye. Und wir müssen mal auf die Felder. Können wir schon mal die Sense auswählen. So, vorsichtig. Niemand jetzt mit der Sense über den Haufen laufen. Wäre nicht so toll. Ein Unfall noch auf dem Weg zur Arbeit. So. Den Kohl, dass ich die. Ah ja, neue Jahreszeit. Ich könnte mal eben Bewohner gucken, ob vielleicht noch eine aus der Mutterschaft gekommen ist. Aber die einige gehen auch schon wieder bald in Mutterschaft. Die sind schon wieder schwanger hier. Aber hier ist alles in Ordnung gerade. Gehen wir mal schnell noch durch. Sieht aber ganz gut aus. Da ist die dritte, die schwanger ist. Und eine vierte. Aber ne, es scheint niemand sonst zurückgekommen zu sein. Ne. Okay, vier, die bald wieder an Schwangerschaft gehen. Ist dann hoffentlich das zweite Kind jeweils bei denen. Und dann haben wir Ruhe, was da immer die Arbeitsmoral angeht von denen. Die drücken sich immer vor der Arbeit. So. Dann würde ich sagen, mach mal hier schnell beim Weizen mal eben Glasschiff und beim Flachs. Den machen wir auch direkt. Deswegen habe ich ein paar Sensen mehr eingepackt. So, Weizen haben wir für die Quest, hätten wir schon safe. Das ist aber schon ärgerlich, ne, dass der. Obwohl Weizen ist nicht so wichtig im Moment bei uns. Noch machen wir ja nicht wirklich da was mit. Bin zwar schon Mehl am Produzieren lassen, aber ich glaube, das hatte ich euch schon mal gesagt. Für irgendwann da mal die, ja, Brotproduktion. Aber ja, da läuft es mit den Eiern noch nicht so ganz so rund. Da muss mal ein bisschen mehr kommen. Da müssen wir auch warten, bis dann die Skillung mal höher ist von der Person, die da ja, Tierzüchter ist. So rum, ich kann meinen Namen jetzt gerade nicht. Wenn die dann auch ein bisschen leistungsfähiger ist, bekommt man ja auch mehr Eier dann. Und wir hatten natürlich auch einige Hühner verkauft. Aber da könnten wir jetzt eigentlich gleich mal gucken, wie es da aussieht. Da müssten ja auch schon wieder längst neue da sein. So. Jetzt haben wir auch gleich das zweite Feld fertig. Ah, gute 600 sehe ich da. Das ist jetzt natürlich praktisch die Anzeige. Ja, 589. Muss man gut ein Sechstel abgeben an den König. Aber okay. Ist okay, kann ich mit leben. Dann machen wir, wie gesagt, eben noch den Flachs. Und dann kümmern wir uns mal um das Fleisch und die Fischfilets, die der noch haben möchte. Müssen wir natürlich dann noch zu seinem Handlanger bringen. Ja, das eine hätte es ja wohl auch noch machen können. Und dann könnten wir eigentlich direkt mal gucken, wenn wir dann jetzt eh unterwegs sind, ob auf dem Weg vielleicht noch Quests sind und vielleicht noch ein bisschen jagen dann unterwegs. Alles, was uns so vor die Armbrust läuft. Dann können wir nämlich direkt noch ein bisschen bei der Jagd weiter punkten. Wäre ja ein Abwasch dann, wenn man eh unterwegs ist. Ah, ganz übersehen da. So. Ah, zwei Felder haben wir noch. Dauert noch ein klein bisschen, aber sind halt auch wieder gute Punkte für Landwirtschaft. Darf man ja auch nicht vergessen. Statt dass er das eine noch mitnimmt, lässt das wieder übrig, der Razimir.
manchmal ein bisschen schluderig oder wird auch schlampig. So, die erste Sense kaputt. Na, ich glaube, drei hätten wir gar nicht gebraucht. Die zwei hätten gereicht. Egal. Tun wir sie halt gleich wieder zurück. Ist ja nicht so schlimm. So. Ja, manchmal muss man da... Ah, das eine wieder. Echt ein bisschen gucken, dass der auch sauber arbeitet, der Razimir. So. Haben wir dann schon. Auch jetzt gleich knapp 6. Ah, wir machen mehr. Lachs haben wir etwas mehr bei den zwei Feldern. Da sind wir jetzt über 600. Und jetzt gehört das letzte Feld. Und dann haben wir es schon. Düngen alles mache ich dann später. Obwohl, die sind ja jetzt wieder mehrere hier. Ich glaube, die sind ja zu dritt oder zu viert im Moment auf den Feldern. Da waren ja auch Personen zurückgekommen. Beziehungsweise ein paar Damen. Die Herren werden ja nicht schwanger. So. Oh, wieder eins übersehen. Jetzt haben wir auch hier schon über die Hälfte. Das ist dann jetzt auch gleich fertig. Na guck mal, da sind schon die ersten. Zwei. War schon wieder eine schwanger eventuell. Okay, ich meine, die waren zu dritt. Naja, egal. Egal, sie sind zu zweit jetzt aktuell. Wie gesagt, ich muss ja eh helfen. So, auch zu zweit werden sie das alles nicht schaffen. Na, wir helfen ja auch jetzt gerade schon hier, indem wir die Felder geerntet haben. Oh, wir sind auch gut überladen. Müssen wir es erstmal wegbringen. Der Mond. Hä? Was ist denn hier eigentlich hier kein Mond? Wir müssen doch schon lange genug Mond haben. Sicher jetzt erst. Da müssen wir mal eben kontrollieren. Da, Felder. Wo ist es denn? Da, Gemüse, Mohn. Ach, wieso ist das denn nicht markiert? Doch. Hä? Oder müssen wir das einfach nochmal neu setzen, den Mohn da? Hat er das nicht richtig geschluckt? Zuweisen. Bestätigen. Müssen wir mal im Auge behalten. Ich dachte eigentlich, dass sie schon längst hier komplett den Mond durchmachen. Müssten ja schon längst mehr als 7 Mondsamen für eine Reihe haben. Können wir jetzt aber direkt kontrollieren, wenn wir einmal im Lager sind. So, Truhe auf. Jetzt mal den Flachs rüber, die Eisensensen können rüber. Und der Weizen bis auf 100, den brauchen wir ja. So, 489 rüber. Dann haben wir 100 übrig. Und ja, dann können wir mal eben ins Lebensmittel... Ach nee, den Mond habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ja, ja, schon wieder vergessen. Man kennt ihn nicht anders. So, Mohn. Ein und... Moment, aber wir haben nur... Mohn, ein und aber keine Mohnsamen, oder? Muss man das auch zusammen machen? Im Herbst gerne können. Der kommt ja schön zum... Ja, Mohnsamen, okay. Haben wir Mohnsamen nicht... Hä? Oder schaffen die nur 7 Mohn in der Zeit? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Das wäre ja... sehr, sehr wenig. Da bin ich jetzt gerade tatsächlich irritiert. Aber wir, ich sehe, wir haben noch 5000 Münzen auf Lager. Nehmen wir doch gerne mal. So. Management. Scheune. Wo haben wir denn hier? Ach, guck mal, Mohn ist gar nicht ein. Aha. Aber wie kommen die denn? Hä? Also gibt es nur einen Mohnsamen pro? Aber wie? Hä? Ich bin total verwirrt jetzt gerade. Wir haben die es dann immer geschafft. Dann machen wir mal hier bei Tierfutter. Da habe ich nicht drauf geachtet, ob er da weniger. Wir machen mal Dünger. 5 weniger. Das müsste auch dicke reichen. So. 5 Mond. Mal 77. Ja, so viel. Nee, komm. Come on.
Egal, komm. Was durchgeballert ist, ist durchgeballert. Fertig. So, genau, wir wollten zum Lager, zum Lebensmittellager. Mal schnell Luki Luki machen. So. Gerd, hier müssen wir gucken. So, Fischfilet ja mehr als genug. Wie viel war das hier? Okay, 25. Okay. Genau, erledigt. Okay, dann noch 50 Fleisch. Nehmen wir hier 7 von dem. Ah, warte, wir nehmen erstmal hier von dem vergammelten halb. Ich hoffe, das geht doch mit dem Fleisch. Ne? Ja, muss ja. Muss ja. Fleisch ist Fleisch. Ne? Ja, zeigt er auch an. Okay. Gut. Ne, dann haben wir alles. Dann kann ich noch kurz gucken. Ach, guck mal, hier im Dorf sind auch 2 Quests. Und in Gostovia auch eine. Na gut, dann gucken wir mal, was die hier im Dorf noch möchten. Da vorne sind die Quests. Und dann würde ich sagen, machen wir uns gleich auf den Weg. Na, unser Kleiner wieder. Er mischt bestimmt wieder auf die Jagd, oder? Ja, nimmst du mich mit auf die Jagd. Was möchtest du denn diesmal? Ist es schon wieder mehr geworden oder an den Verkehr verirrt? Junge! Ja, immer noch 5, okay. Ja, sollten wir hinkriegen. Aber hier vorne ist. Wahrscheinlich in der Näherei, die möchte auch noch was. Ja. How are you? Was hast du denn? Warte, bist du ein Kunde? Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich etwas kaufen will. Nee, ich bin der Chef hier vom Dorf, ich will nichts kaufen. Warum? Du hast doch nicht etwa vorgestellt, dass er noch. Nein, habe ich nicht. Ich kann selber alles herstellen. Ich bin dein Chef. Dein Boss, dein Cheffe, dein Kastellan. Nee, Kastellan war der Typ vom Tal hier. Egal. Ich bin der Dorfälteste. So. Du scheinst deine Konkurrenten nicht zu mögen. Ja, okay, das hatten wir aber schon mal, da kann ich mich dran erinnern. Ja, okay, wir müssen die edlen Schuhe dann dahin bringen und. Sie. Wieso steht die Tür jetzt auf? Achso, da steht. Achso, Ratzibor. Oh, Ratzibor, du stehst im Weg, mein Kleiner. Komm mal rein in die gute Stube. So, geh doch. Wo müssen wir denn dafür hin? Naja, Hornika oder Denika? Jetzt ist die Frage. Müssen wir mal eben markieren, die Quest. Stick dich. Wieso sie? Ah, hier, da, jetzt sieht man es. Okay. Ist ein bisschen verdeckt nach Hornika dafür. Okay. Ich dachte gerade schon, hä? Ja, gut, wir wollten ja eh auf dem Weg nach Gostovia jagen. Da werden ja wohl auch irgendwo Rehe bzw. Hirsche sein. Ja, hier sind schon welche. Bei Gostovia da. Ach, da waren auch schon. Ja, komm. Dann reiten wir da hin. Können die Quest machen. Mit unserem Kleinen. Rufen wir mal unser Pferdchen. Können dann da für einen König die Sachen abgeben. Hoppala. Ey. Oh, ich hab euch doch beide gern. Was macht ihr denn da? Streitet nicht. Alles gut, mein Kleiner? Ei, ei, ei. Mein Gott, was machst du denn da? Hast du dir wehgetan? Soll ich eigentlich mein Kind fragen? Oh mein Gott. Mein Gott, ey. Nur Ärger hier. So, komm. Ja, du kannst ja leider nicht mitreiten. Dann renn mal hinterher, so schnell du kannst. Tust du mal wieder was für deine Ausdauer. Ups. Voll gegen die Wand geritten. Der nächste Totalschaden. So, hier erstmal durch den Slalom durch. Ja, ah, warte mal, hier vorne waren doch auch Rehe, ne? Ja, schnell, 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 schnell. Ah, wir haben es schon verjagt. Zumindest das eine haben wir verjagt, aber egal. Den Hirsch sollten wir schaffen. Die Armbrust ist schon mal gespannt. Nein! Musstest du dich gerade umdrehen, du blöder Hund? Dann nehmen wir hier vorne das Reh. Der Hirsch wird dann wahrscheinlich weglaufen. Hä? Hey, wo hat der Ratzi mir schon wieder hingeschossen? Das war doch ein klarer Treffer. Gibt's ja gar nicht. Ja, da oben rennt noch ein Reh. Wenn wir hier nicht festhängen würden. Dann holen wir uns das da oben. Das guckt schon so neugierig. Jetzt hängen wir wieder fest. So, Treffer. Dann haben wir wenigstens schon mal 1. Na komm, heute ist mal. Und ich kann das ja leider immer noch nicht machen lassen. Aber ich habe auch letzte Jahreszeit erst mit dem war ich auf Jagd. Der will
mittlerweile relativ häufig auf Jagd, wa? Ich glaube, das wird mal ein richtiger Jägersmann, so sagt man. So, dann sollte man den vielleicht später mal in der Jägerhütte stellen. Was hat er überhaupt für Werte? Weiß ich gar nicht mehr. Mal eben gucken. Nee, N. Wo ist er denn? Achso, ich hätte ihn auch einfach ansprechen können, ne? Wäre einfacher gewesen. 4. Nee, beim Fischen ist er etwas besser. Nee. Also Fischer wirst du mir nicht. Da stinkst du immer nach Fisch, wenn du nach Hause kommst. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann machen wir dich lieber zum Jäger. Oder zum Kräuterfuzzi. Das ging, glaube ich, damit auch, ne? Mit der Eigenschaft. So, kommen da hinten den Luchs noch. War zwar nicht zu der Quest, aber... Ja, nein! Scheiße. Dann hätten wir was für die Jagd tun können, wenn wir uns nicht so dämlich angestellt hätten. Wir haben auch alles verjagt. Okay, komm. Dann reiten wir mal weiter. Wir haben schließlich noch ein bisschen was zu erledigen. Und die Zeit rast auch schon wieder. Sind schon wieder 20 Minuten durch. Ich frage mich, wo die schon wieder hin sind. Ich habe kaum was gemacht gefühlt. Oh, Wölfe, Vorsicht. Hui, Vorsicht. Ja, okay, das hat gut Leben gekostet. War auch nicht so geplant gewesen. Ah, egal. Also, warte mal, wo reite ich denn hin? Wir wollten noch da. Da waren ja noch Schweine und Rehe. Da können wir noch die Quest mit unserem Kleinen erfüllen. Da irgendwo da hinten rumlaufen wird. Wir haben ja gesagt, wo wir hin wollen, ne? Er weiß ja, wo der Treffpunkt... Oha, Banditen. Er weiß, wo der Treffpunkt ist. Nein. Geht weg. Ja, viele, ne? Ah, ich denke fest. 6 Leute? 3, 4, 5? 5 oder 6 Leute waren... Oh, da sind schon Rehe. Schnell absteigen. Hoffentlich passt unser Kleiner jetzt gut da auf. Dass ihm nichts passiert. Ah, da geht er schon. Ja, er rennt voll dran vorbei. Hier tun sie nichts anscheinend. Da war. So, Treffer, ja, war. Ah, nee. Er haut nicht ab, aber. Die Hirsche mit einem Treffer. Klappt irgendwie meistens nicht. Nee, klappt eigentlich nie. Ich habe noch nie erlebt, dass ich einen. Den Hirsch mit einem Treffer mit der Armbrust, also mit der Eisenarmbrust, mit Eisenpfeilen kaputt kriege, auch wenn ich so nah rankomme. Die rennen trotzdem immer weg. Wieso auch immer. Komm, nehm mal dich. Nein, bleib stehen. Oh, scheiße, genau da, Mann! Genau da drüber geschossen. Da musst du jetzt dran glauben. So, Treffer. Müssen wir uns nur noch den Eisenbolzen da holen. Oh, guck mal, da rennt es noch. Oder ist es ein anderes? Eben den Bolzen holen. Da ist er. Ja, so. Laden. Da vorne steht's. Ich mal gucken, was haben wir jetzt? 3? Das ist, glaube ich, das 4. Ne? So, Treffer. Mal eben gucken, wo stehen wir? Ja, 4. Okay. Also entweder ein... Ah, den Stock wollte ich nicht. Ein Reh oder ein Wildschwein da vorne noch. Aber Rehe scheinen jetzt alle weg zu sein. Dann würde ich sagen, nehmen wir das Wildschwein da vorne. Die waren ja nicht so weit weg. Müsste doch hier... Da. Würde sagen, müsste doch hier irgendwo gewesen sein. Und da steht es. Da steht es und wartet und sagt nichts. Treffer. Wo ist denn dein Freund? Ihr wart doch sonst immer zu zweit. Wenn ich schon einmal hier bin, dann würde ich auch direkt gerne noch das andere mitnehmen. Aber es scheint weg zu sein. Hat sich anders überlegt. Hat er wohl wahrscheinlich geahnt heute Morgen, als aufgestanden ist, was ihm blühen würde, wenn er bei seinem Freund bleibt.
Ja, ist wirklich weg, das andere. Ein Kanikel. Ja, bleibt so stehen. Nein, okay. Nun holen wir unser Pferdchen. Und dann reiten wir noch schnell nach Gastorvia. Wir müssen ja immer noch die Quest abgeben. Aber ja, warte mal. Mal schnell absteigen. Wir können doch hier mit unserem Kleinen sprechen. Die ist doch fertig hier, die Quest. So, mein Kleiner. Dankeschön. Runde abgeschlossen. Gut. Mal wieder eine erfolgreiche Jagd mit unserem Kleinen. So lobe ich mir das. So habe ich das gern. So, und dann werden wir jetzt den König noch glücklich machen. Vorsicht, Vögel im Weg. Die kicken uns wieder weg. Finde ich immer noch total lustig. So, mal absteigen. Noch Platz da. Da sitzt da, der Halunke. Knie mir. Hier hast du den Kram. Ja, hoffe ich doch, dass er zufrieden sein wird. Ein Hundesäure ist ein schlechter. Achso, hier ist die Quest, ey. 300 Dynastiepunkte haben wir bekommen. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ist noch was? Okay. Für den König und sein Reich. So, tschüss. Bis demnächst. Eventuell irgendwann mal. Was hat er aber jetzt? Ich meine, wir hatten den schon mal am Anfang gehabt, ne? Ziemlich am Anfang. Und da wollte er direkt so Eisensachen alles haben. Ich glaube, Eisenbarren waren es oder Eisenerz. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber irgendwas mit Eisen. Das hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also die Mine. Damit konnten wir nicht dienen. Das hat jetzt echt viele Jahre gedauert, bis er sich wieder gemeldet hat. Da sieht man jetzt eigentlich irgendwo... Wo sieht man jetzt? Ah, hier war das, ne? Das war, glaube ich, wie man zum König steht. Aegon der Erste, der Ehrgeizige. Plus 2. Aber was hieß das nochmal? Also der Status bei dem ist wohl schlecht von uns, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Der ist nicht so gut zu sprechen auf uns. Haben wir jetzt plus 2 mehr Steuern, die wir zahlen müssen bei ihm? Oder ist das plus 2, dass wir 2% weniger Steuern zahlen müssen? Kann man jetzt so oder so rumsehen, ne? Und die Moral bei uns beeinflusst da nicht, okay. Gut. Dann, na warte mal, hier im Dorf war, glaube ich, ne, müssen wir eben... Ach komm, so. Ja, warte mal, hier war ja auch noch eine Quest. Wollten wir ja auch noch geguckt haben. Ah... Wieder Wendekreis wie ein Panzer, ey. Da vorne. Der Kleine hat was. Was ist das überhaupt ein Kleiner? Sieht schon größer aus. Samogos. Oh, der ist schon eine ganze Ecke älter. Kann ich mal etwas helfen? Du siehst aber wie der Kämpfer aus. Kannst du uns bitte helfen? Achso, nee, Wolf. Oh. Oh, Wölfe. Ich meine, die sind ja jetzt kein Thema mehr mit der Eisenarmbrust. Aber habe ich dann Bock drauf? Muss auch wieder zu dem reiten, glaube ich, ne? Ja komm, ich nehme sie mal an. Vielen Dank. Punkte sind Punkte, nettliches Geheul. Wie gesagt, ich wollte ja auch noch ein bisschen haustechnisch was tun. Ich habe sogar schon ein paar Häuser gebaut, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt, fällt mir gerade ein. Ich habe schon ein bisschen das Dorf wieder vergrößert. Aber die müssen noch fertig gebaut werden. Das müssen wir noch zusammen machen. Wir können auch übrigens die Markierung wieder wegmachen, habe ich gerade gesehen. Da guck ich mal, jetzt haben wir schon wieder fast eine halbe Stunde um. Komm, dann reite ich zurück. Und ja, jetzt überlege ich gerade. Ja, ich denke mal, Punktetechnik. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gelandet? Quasi 9000 Punkte. Sehr schön. Das waren wieder einige Punkte auf den Feldern. Ich glaube mit 8,6, 8,7 irgendwie knapp waren wir, ne? Wenn ich mir jetzt nicht gerade ganz vertue. Da haben wir wieder ein paar hundert Punkte gemacht. Ich sage ja, Landwirtschaft geht so ratzfatz. Das ist mit Abstand das Schnellste. Da haben wir auch gut Punkte wieder gemacht. 25 Punkte mit den paar Tierchen. Das ist sehr gut. Kräuterhütte kommt auch immer näher. Ja. Ich glaube, ich werde noch... Zumindest den Sommer werde ich noch durchspielen.
Ah, da ist das Banditenlager wieder. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich glaube, ich werde zumindest im Sommer noch durchspielen. Mal gucken, wie ich dann stehe von den Technologiesachen her und auch von den Fertigkeitspunkten. Da müssen wir ja auch ein bisschen dran arbeiten. Und ich denke mal, dann werden wir wieder auch einiges im Dorf zu tun haben und kurz davor auch sein Sachen freizuschalten. Dementsprechend, also den Sommer mache ich jetzt auf jeden Fall noch durch und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Na gut, wir sehen uns eh wieder. Nee, jetzt ja Wochenende, ne? Dann ja, wünsche ich auch schon mal ein schönes Wochenende. Dann werden wir uns aber am Montag wiedersehen und für euch ist es ja eh einfach nur der gefühlt der nächste Ingame-Tag. Dementsprechend würde ich sagen, ich bin raus. Euer Nobody. Ciao, ciao. Thank you.